Hallo und herzlich willkommen zu dem Vortrag Datacite jetzt und in Zukunft im Rahmen des jährlichen Datacite Annual Meetings 2022. Das ist ein Vortrag, den unser Geschäftsführer Matthew Beiss vorgetragen hat, vorab aufgenommen hat und den wir aufgrund der Sprachendiversität innerhalb unseres Teams nun in verschiedenen Sprachen anbieten. Mein Name ist Paul Vierkant, ich bin Outreach Manager bei Datacite. Und ich habe diese deutsche Version erstellt und möchte sie gerne mit Ihnen teilen. Ja, wie gesagt, geht es um derzeit jetzigen Stand und auch die Zukunft und wie wir Forschung vernetzen und Wissen identifizieren. Und zunächst einmal möchte ich erstmal beginnen mit dem Ziel oder warum wir das alles hier überhaupt machen bei derzeit. Und wie gesagt, die Vision von Datacite ist es, Forschung zu vernetzen und Wissen zu identifizieren und das schon seit einer geraumen Zeit. Datacite ist eine gemeinschaftsgeführte Organisation, sozusagen community-basiert und community-led, die seit der Gründung 2009 allen Wissenschaftsorganisationen der Welt zur Teilnahme offen steht. Die können Mitglieder werden in verschiedenen Mitgliedsarten und unterschiedliche Einrichtungen wie Forschungsförderer oder andere wissenschaftliche Einrichtungen können Mitglied werden und derer haben wir circa 50 Länder, Mitglieder aus 50 Ländern bei uns versammelt und die alle dasselbe Ziel haben, nämlich das Erstellen und Finden und Zitieren, Verbinden und Nutzen von Forschungsoutput und Forschungsressourcen zu verbessern. Und das geht auch nur, weil wir eine offene Infrastruktur sind und darstellen, die auf eben diesem gemeinschaftlichen Ansatz basiert. Und die Infrastruktur wiederum, beziehungsweise unsere Organisation an sich, basiert auch auf etwas, nämlich Werten, derer wir vier Schlüsselwerte haben für uns. Das erste ist zunächst einmal Verlässlichkeit. Ein Dienst muss verlässlich sein für die Mitglieder, die sich darauf verlassen, vor allem wenn es darum geht, dass dauerhafter Zugriff gewährleistet sein muss. Und deswegen entwickeln wir zuverlässige Dienste für persistente Identifikatoren, sogenannte PIDs. Und ja, als zweites und damit Hand in Hand geht auch die Transparenz. Das heißt, wir haben transparente Entscheidungen innerhalb unserer Gremien, unserer Struktur und aber auch Entscheidungsprozesse werden transparent dargestellt. Und das tun wir offen und auch mit der Community zusammen. Das heißt, über verschiedene Steering Groups oder Expert Groups oder auch die Metadata Working Group werden transparente Entscheidungen gemeinsam mit der Community gefällt. Dann haben wir natürlich, und das ist auch damit verwoben eng, das Vertrauen, dass wir ein vertrauenswürdiger Partner sein wollen für unsere Mitglieder, aber auch andere Stakeholder in der Community, weil ohne dieses Vertrauen können wir nicht den Dienst anbieten als offene Infrastruktur, den wir haben. Und darüber hinaus, weil wir eben eine globale offener Infrastrukturbetreiber sind, begrüßen wir es sehr und schätzen die Diversität von allen Teilen der Erde, um Input möglichst aus vielen verschiedenen Communities zu bekommen. Und da wären wir auch schon beim nächsten Punkt, dass es ein Ungleichgewicht bei der Finanzierung von Forschung gibt, das sichtbar wird in diesen beiden Schauzahlen oder Kennzahlen des UNESCO Science Reports, bei dem ja zum einen eben klar wird, dass 80% immer noch weniger als 1% ihres Bruttoinlandsprodukts auf Forschung verwenden und zudem 93% der globalen Forschungsausgaben von den G20-Staaten gewährleistet wird. Und diese beiden Zahlen machen sichtbar, dass es ein Ungleichgewicht gibt, dem wir entgegenarbeiten wollen, dass wir dafür stehen, dass Forschung sozusagen, wenn Einrichtungen keine Finanzierung dafür haben oder nicht die technische Infrastruktur dafür haben, dass sie trotzdem an dieser Forschung partizipieren können, eben durch offene Infrastrukturen wie die von Datacite. Und diese Infrastrukturen, die sind mitunter also die sollen ja nachhaltig sein, aber trotzdem können sie auch sehr komplex und verwirrend sein, wie dieses Schaubild eines Autobahnkreuzes darstellt, dass es wirklich schwierig sein kann, den Nutzen auch und auch die Strukturen zu verstehen. Aber
wenn wir uns auf die verschiedenen Interessengruppen konzentrieren und auch zeigen können, dass die verschiedenen Dienstleistungen, die wir anbieten, dass das etwas ist, was uns allen als Wissenschaftsgemeinschaft voranbringt, dann sind wir da schon einen Schritt weiter und das können wir, und das müssen wir gemeinsam machen. Das heißt, das können wir nicht nur als Dataset machen, sondern wir müssen unsere Stakeholder zusammen an einen Tisch bringen und damit dann das gemeinsame Ziel der offenen Wissenschaft erarbeiten. Und damit werden wir auch bei der Rolle, die wir haben, das heißt, obwohl es eine gemeinschaftliche Anstrengung ist, sehen wir, dass wir als offene Infrastruktur diese offene Forschung ermöglichen müssen und das auch eben nicht nur durch die Infrastruktur an sich, sondern auch durch die Schnittstellen, die wir anbieten und das so möglich wie, also so einfach wie möglich zu machen und darüber auch dann das ermöglichen, dass die Forschung offen wird. Andersherum muss aber auch von oben her, sprich über Policies und Vorgaben, dieser kulturelle Wandel hin zur offenen Wissenschaft ja, vorgeschrieben werden, sodass von beiden Seiten, also vom Bottom-up und Top-down, zusammen diese offene Wissenschaft ermöglicht wird. Und der Fokus liegt auf offen deshalb, weil sozusagen nur Wissenschaft ist eine gute Wissenschaft, wenn sie offen ist. Das heißt, alle Komponenten darin offen sind. Das heißt, die Forschungsdaten so weit wie möglich offen bereitgestellt werden, der Zugang zu den wissenschaftlichen Publikationen offen dargestellt wird, aber auch die Infrastrukturen, die dahinter stehen, auch offen betrieben werden. Und das gestaltet eben Forschung effizienter und zuverlässiger und lässt uns überhaupt als Gesellschaft auf unsere großen Herausforderungen reagieren. Und dass das nicht nur klein, nicht nur im großen Ganzen gilt, sondern auch eben für die einzelnen Teile des Research Lifecycle, das ist uns ein wichtiges Anliegen, da wir dann erkennen können, in gewissen Schritten des Research Lifecycle, muss die Reproduzierbarkeit ermöglicht werden und auch die wissenschaftliche Dokumentation verbessert werden. Und deswegen ist Open Access, also der freie Zugang zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, das ist eines unserer Fokusse und aber auch eben um die Verfügbarkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu verbessern und auch deren Kommunikation zu erleichtern. Und das ist derzeit nicht wirklich der Fall, weil wenn wir uns den Research Lifecycle angucken, sehen wir das zuvor, dass die wissenschaftliche Publikation in Form eines Forschungsartikels das Einzige ist, was sozusagen am Ende dabei rauskommt, aber dass die ganzen anderen Schritte dieses Forschungslebenszyklus gar nicht dargestellt, dokumentiert oder irgendwie offen und transparent gemacht werden. Und das können wir auch nur angehen, diese Herausforderung als Gemeinschaft. Das heißt, nicht nur als Data Site, sondern auch nicht nur als offene Infrastrukturen insgesamt, sondern mit den Forschenden und mit den Forschungsorganisationen gemeinsam. Und wie funktioniert das? Das heißt, hier möchte ich gerne mal ein Beispiel zwei historischer Dörfer aus Japan heranziehen, die das Be Beispiel der oder ja beispielhaft dafür stehen, was eine Community of Practice ist. Das heißt, in diesen beiden Dörfern, die zum UNESCO-Welterbe zählen, die haben jedes Jahr kommen sie zusammen und jede Person oder jede Partei da drin spielt eine spezielle Rolle, um sich dem langfristigen und nachhaltigen Fortbestand der beiden Dörfer zu widmen. Und dafür kommen sie jährlich einmal zusammen. Und so in diesem Sinne kann man auch unser Data Site Me Annual Member Meeting sehen. Aber auch im Großen und Ganzen das Ziel oder die Umsetzung von Open Science oder Open Research im Gesamten durch die verschiedenen Akteure der Wissenschaftslandschaft. Und von dieser Community, die ich eben erwähnt habe, möchte ich mal zu unserer Community kommen, die sich in Zahlen so ausdrückt, dass wir
2280 Mitglieder haben, weltweit in 50 Ländern mit über 1200 Organisationen, die dann aber auch insgesamt über 2700 Repositorien haben, in denen dann wiederum über 36 Millionen DOIs registriert sind. Und das weg von diesen praktischen Zahlen hin zu dem, was wir bei uns bei der DataSite im letzten Jahr in einer Konsultation erarbeitet haben, nämlich eine strategische Ausrichtung für die nächsten 3 Jahre. Das heißt, wenn Sie sich das Schaubild anschauen, dann haben wir oben unser Ziel quasi, das ist unsere Vision, darunter unsere Kern-Message, die wir haben, oder die Mission, die wir haben, getragen von den 3 Säulen, zu denen ich gleich noch näher kommen werde. Und diese wiederum basieren auf den schon von mir erwähnten Werten beziehungsweise unserer Infrastruktur. Und jetzt will ich ein bisschen im Detail auf die verschiedenen Säulen eingehen. Und das erste wäre die Bereitstellung einfacher, effizienter und schneller Dienstleistungen, um die Community-Bedürfnisse zu erfüllen. Und wie genau sieht es aus? Das heißt, wir möchten gerne das, was wir auch leisten innerhalb dieses 3-Jahresplans, auch sozusagen überprüfen, inwieweit wir diesen auch erfüllen. Deswegen ist das Monitoring dieser quasi unserer Effektivität sehr wichtig und das eben in operationalisierbaren Kennzahlen. Wir haben, um unser Team effizienter aufzustellen und auch besser auf die Community-Bedürfnisse eingehen zu können, haben wir unser Team in funktionalen Teams aufgeteilt und koordinieren die, damit wir eben besser auf die verschiedenen Stakeholder in der Community eingehen können. Und darüber hinaus verbessern wir auch oder vereinfachen wir die Nutzung unserer Dienste und Plattformen, indem wir sie konsolidieren und darauf fokussieren, was wir als Kerndienste haben. Und darüber hinaus, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ist die Stärkung der Beziehung zwischen der Metadata Working Group und den DataSite-Mitgliedern, weil nur ein Standard sich so zum, also immer noch Standard bleiben kann, wenn er sich in regelmäßigen Abständen mit der Community abstimmt. Und jetzt gucken wir mal an, was der Stand da ist. Wir haben eben bereits einmal eine jährliche Evaluierung der Ziele und Prozesse für uns durchgegangen. Das machen wir natürlich iterativ jedes Jahr, also in den kommenden 2 Jahren ebenfalls. Und wir entwickeln weiterhin die Prioritätsindikatoren, nach denen wir das überprüfen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das quasi in Zahlen aussieht. Wir haben eine jährliche, sozusagen jährliche oder Jahresziele, Annual Vision sozusagen. Und da können wir sehen, und da wird definiert, was wir in diesem Jahr erreichen wollen. Da sehen wir, dass wir natürlich in den 2 Säulen, also Säulen 2 und 3, noch eine Menge zu schaffen haben. Das werden wir aber auch in diesem Jahr noch alles angehen. Und wenn wir uns dann nochmal anschauen, weil diese erste Säule eben um die Metrik und Metriken geht und auch die Bewertung und Evaluation unserer Organisation, können wir uns mal anschauen, was das Wachstum der Zahl der Repositorien und auch der in Relation zu den Ausgaben pro Repositorien angeht. Das heißt, diese beiden Kurven oder beiden Balkendiagramme zeigen sehr gut, dass wir eine wachsende Community oder ja, eine wachsende Mitgliederzahl haben oder beziehungsweise Repositorienzahl, dass aber gleichzeitig auch die Ausgaben pro Repositorien sinken. Das heißt, unser Ansatz, unsere Struktur und auch unser Fee-Model funktionieren so gut, dass unsere Organisation skaliert. Das heißt, dass sie wachsen kann und auch in Zukunft dafür gut aufgestellt ist. Bei der zweiten Säule handelt es sich, ist das Schlagwort quasi Metadaten, dass wir Metadaten für die Dokumentation von Forschung verbessern müssen. Das heißt, derzeit gibt es ist die Metadatenlage zu gering, als dass sie, oder es wird nicht das gesamte Potenzial
von Metadaten, das Metadatenschemas ausgeschöpft. Und dessen wollen wir uns annehmen. Das heißt, hier das Schlagwort Verbesserung der Metadatenqualität im Sinne von also Vollständigkeit der Metadaten, wie wir da zum Mitgliederinput kommen. Wir erarbeiten derzeit die nächste Schema-Version. Es sind Verbesserungen der relationellen Metadaten innerhalb des PID-Graphen in Arbeit sowie Dashboards und Visualisierung. Darüber hinaus wollen wir bessere Möglichkeiten für unsere Mitglieder zu Statistiken, Metriken und Nutzungsprotokollen bereitstellen. Und aber auch eben, und das ist auch ein wichtiger Bestandteil der FAIR-Prinzipien, dass Metadaten vorhanden sind und diese Implementierung der Fairness unterstützen wir mit eben einer verbesserten Metadatenqualität und aber auch mit der Optimierung von Arbeitsabläufen oder Fair-Arbeitsabläufen im Rahmen von Projekten. Darüber hinaus wollen wir einfach auch unsere Discovery-Lösungen, zum Beispiel wie DataSet Commons, verbessern. Und das haben wir schon durch verschiedene oder diese Herausforderung gehen wir durch verschiedene Schritte voran. Das heißt, wir haben Projekte zum Beispiel mit der Community, wie also einerseits Fair Workflows, in dem eben von Anfang bis Ende die Fairness von Metadaten erfasst wird. Dann arbeiten wir, wie gesagt, an der Konsolidierung und Verfeinerung der Use Cases für unsere Mitglieder und aber auch an der Entwicklung von Analyse-Services für diese Use Cases. Dann kommen wir zu den Metriken, die wir dafür entwickelt haben. Das heißt, wir können uns hier mal anschauen, welche Metadaten im Besonderen jetzt hier die Related Identifiers, also die damit verknüpften Identifikatoren, vorhanden sind. Und wenn wir uns die Jahre 2019 bis 2022 anschauen, ist, dass in diesem Jahr ein sehr hoher Anteil und ein sehr begrüßenswerter Anteil schon auch an Related Identifiers hat. Solche Related Identifiers werden sowas wie Raw-IDs für Organisationen oder Grant-IDs eben für Grants. Und dann haben wir als andere Kennzahl zum Beispiel überhaupt die prozentuale Anzahl von DOIs, die mit Persistent Identifiers, die ich eben genannt habe, in Metadaten vorhanden sind. Das ist eben auch eine steigende Anzahl. Und als letzte Kennzahl auf dieser Folie möchte ich Ihnen nochmal zeigen, wie stark in den letzten 3 Jahren die Anzahl der Gesamt-DOIs gewachsen ist, also fast eine Verdopplung von 2019, 20 Millionen damals auf Juli diesen Jahres mit 36 Millionen. Und aber auch die monatlichen Auflösungen, das heißt also so Aufrufe quasi, dass die sich fast verfünffacht haben von 8 auf 40 Millionen. Und das zeigt eigentlich als Kennzahl die Aufrufe pro DOI im Durchschnitt, dass die sehr erfreulich sind, dass die Nutzung von DOIs auch sichtbar wird in dieser Kennzahl. Als letzte und dritte Säule haben wir die Identifizierung und Verknüpfung sämtlicher wissenschaftlicher Ressourcentypen. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur die klassischen, wie in unserem Namen auch stehend, Forschungsdaten, sondern wir haben mit neuen Ressourcentypen, die entweder textuell basiert sind, aber auch Datenmanagementpläne umfassen oder Software oder auch Samples. Das meinen wir mit sozusagen das Spektrum der Ressourcentypen zu erweitern und das auch gegenüber unserer Community zu kommunizieren, welche Positionen wir als DataSite dort haben. Und das tun wir sowohl in der Community Engagement Steering Group, aber auch in den Expertengruppen, in den regionalen, die wir über die verschiedenen Kontinente verteilt haben, um uns mit der Community abzustimmen und auch da auf die Community eingehen zu können. Und diese, ja,
dieses Wachstum wollen wir, also wir unterstützen auch das Wachstum dieser Communities of Practice für Identifier. Das heißt, wir sind nicht nur engagiert für die DOIs, die wir für die genannten Ressourcentypen bereitstellen, sondern wir durch Partnerschaften mit IGSN zum Beispiel können Samples ebenfalls DOIs bekommen und auch da wollen wir eben diese Community of Practice stärken, beziehungsweise sind wir bei Raw ebenfalls aktiv als Partner von Raw, um PIDs für Organisationen zu fördern. Dann sind wir natürlich daran interessiert, das auch zu kommunizieren, dass wir ein vertrauenswürdiger Registrierungsdienst für alle Forschungsergebnisse sind und das zählt eben wieder für die verschiedenen Forschungs- oder Resource-Types, die ich gerade genannt habe. Im Speziellen werden wir uns im kommenden Jahr auch auf IGSN für die Geo-Samples konzentrieren. Und darüber hinaus wollen wir noch unsere relationalen Metadaten verbessern und das aber nicht nur alleine, weil es ist, wie gesagt, eine Gemeinschaftsanstrengung und dadurch den Nachweis, also quasi den, wie groß der Impact von Forschung ist. Impact ist natürlich immer ein schwieriges Wort, aber trotzdem sagen, welchen Einfluss hat die Forschung auf andere Forschung. Und das natürlich müssen wir und wollen wir durch die verschiedenen Maßnahmen stetig tun und dafür bedarf es eben einer Identifizierung von Bedarfen oder Desideraten, die innerhalb der Community bestehen. Und das passiert eben in dem Austausch, in der Kommunikation mit der Community. Und das tun wir in verschiedenerlei Hinsicht. Wir haben zum einen, was die Kommunikation angeht, ein Stakeholder-Mapping betrieben. Wir haben die Kommunikationsstrategie von Datasite verfeinert und ja, angefangen damit noch weiter unsere Rolle als PID-Dienstleister innerhalb der Community zu kommunizieren. Wir haben mit IGSN angefangen, den Transfer von IGSN zu persistenten DOI-basierten IGSN-IDs zu gehen. Aber wir haben noch eine Menge vor uns, was die Verbesserung der Metadaten angeht. Da sind wir in verschiedenen Projekten involviert, diese Metadaten zu verbessern. Aber das hängt nach wie vor aber auch mit unserer Community an sich zusammen. Und wir sind dran, sozusagen die Priorisierung der verschiedenen Aspekte von zum Beispiel Metadatenoptimierung oder Verbesserung der Metadaten dran und diese Innovation auch in die Landschaft der PID-Dienste reinzutragen. Und wenn wir uns das jetzt als eine Kennzahl hier zum Beispiel anschauen, wäre in diesem Fall, welche Arten von Resource-Types werden registriert. Und da haben wir das sozusagen unser Kerngeschäft, mit dem wir auch gestartet sind. Das sind ja natürlich die Datensets und diese sechs Resource-Types machen 86% der DOIs aus und davon ist halt eben ein sehr großer Teil diese Forschungsdaten. Texte als Resource-Type an sich ist auch stark gewachsen in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch durch so große Player wie Archive, die der Site-Community beigetreten sind, auch im Preprint-Bereich. Trotzdem sehen wir auch Wachstum in den anderen Resource Types wie Physical Object und dergleichen. Und deswegen möchte ich nochmal sozusagen darauf zurückkommen, wie wir gemeinsam als Community unsere offene Infrastruktur und als offene Infrastrukturdienste unser Ziel erreichen. Nämlich was wir tun. Das heißt, wir als Datasite bei Datasite können Sie DOIs registrieren und die dazugehörigen Metadaten registrieren und damit die Auffindbarkeit und Wiederverwendung
Forschung und der dazugehörigen Ressourcen verbessern. Das heißt, die Registrierung und Pflege von DOI-Metadaten ist mit unseren Services möglich, sowohl Content Negotiation bzw. Link-Checking und aber auch die Bereitstellung der Metadaten zu den DOIs über öffentliche APIs an Dritte, sodass diese von anderen Datenbanken und Internetquellen genutzt, nachgenutzt und wieder verbreitet werden kann. Wir unterstützen unsere Community und unsere Mitglieder durch weitere Umsetzung von Best Practices, indem wir einfache Schnittstellen bereitstellen und Dienste bereitstellen, aber auch durch ein engagiertes Support-Team, das jederzeit für Anfragen bereitsteht und diesen auch begegnet mit der Dokumentation von Best Practices, aber auch, dass wir den, ja, einen auch koordinierten Erfahrungsaustausch bieten in verschiedenen Formaten. Das heißt, sowohl sozusagen 1:1, aber auch bei regelmäßigen Formaten wie der Dataset Open Hours oder dem Dataset Annual Member Meeting oder auch anderen In-Person-Events. Und natürlich auch das eines unserer Hauptprodukte, eben das Dataset-Metadatenschemas, dass wir das zusammen mit der Community weiterentwickeln. Derzeit wird an der Version 4.5 in einem Request for Commons gearbeitet. Und das, was Sie mit den ersten beiden von mir hier zu sehenden Schaubildern machen können, ist am Ende doch das, nämlich, dass die Forschung und auch der Impact der Forschung nachvollziehbar wird und das also international, grenzüberschreitend und aber auch domänenübergreifend. Und dafür stellen wir Dashboards und Analyse-Tools bereit und hier kommen auch nochmal die Harvesting-Dienste mit rein, beziehungsweise können über die Graph-API und relationale Datenbanken kann der Impact sichtbar gemacht werden. Und wie das dann in unseren Services aussieht, das sehen Sie hier auf der linken Seite. Das eine ist unser Discovery-System, Dataset Commons, wo verschiedene PIDs eingebunden sind von Dataset, CrossRef, ORCID und RAW und aber auch jetzt seit neuestem aus die Datenbank von Redera Data, über die Sie dann auch die Repositorien erreichen können. Und auf der rechten Seite sehen Sie den PID-Graph, der eben diese links genannten offenen Infrastrukturen abbildet und also eben ihre Metadaten. Und da können Sie so sich ein Bild machen, welche PIDs mit welchen anderen Ressourcen verknüpft sind und welche Größenordnung wir hier auch reden. Und das ist, um da zurückzukommen, wie unsere Praxis aussieht, das ist ein Community-Ansatz. Das heißt, wenn wir das Ziel der offenen Wissenschaft umsetzen wollen, dann verbindet es uns natürlich mit vielen anderen Akteuren innerhalb der Community, aber wir können es auch nur gemeinsam schaffen. Das heißt, wenn wir das kollektiv machen, dann können wir auch diesen Kulturwandel hin zu Open Science schaffen. Und das eben wäre, wenn wir diesen Community of Communities Ansatz, den ich vorhin versucht habe, mit den beiden japanischen Dörfern zu illustrieren, auch folgen. Und deshalb nochmal der Aufruf für uns, dass die Zukunft bei uns auch nur darin liegen kann, dass wir das gemeinsam schaffen. Und dafür möchte ich auch nochmal zurückkommen zu unserem strategischen Plan bei Datasite. Und dafür würde mich interessieren, wenn Sie das Feedback uns geben könnten, wie Sie, welchen Blick Sie auf Datasite haben, insofern als dass Sie die Umsetzung der im strategischen Plan aufgelegten Ziele und auch das Tempo, wie wir dahin kommen, sehen und welche Prioritäten dort angegangen werden sollten. Und aber auch, ja, was es überhaupt für Sie bedeutet, bei Dataset Mitglied zu sein. Dafür können Sie hier den eingeblendeten QR-Code scannen und uns dann über Menti dazu Feedback geben. Und uns freut es natürlich, wenn nicht nur Dataset Mitglieder
dort teilnehmen, sondern auch die gesamte Data-Zeitgemeinschaft, wenn sie das auch über Twitter teilen möchten, unter den angezeigten Hashtags. Und an dieser Stelle möchte ich mich nicht nur bei Ihnen als ZuschauerInnen bedanken, sondern auch bei allen Dataset-Mitgliedern, die uns als Einrichtung oder Organisation unterstützen und uns als Community zu dem machen, was wir sind, nämlich eine offene Infrastruktur, die Open Science ermöglicht. Im Namen von Matthew Beis und auch im gesamten Team von Dataset bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche ein schönes und erfolgreiches Jahr 2023, das wir dann nach diesem Member-Meeting begehen. Danke.